Recht herzlich willkommen zur 233. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind wieder drin, ne? Der Dralo hatte mir geschrieben. Also definitiv war klar, da wo überall Dingens dran stand, wo man, wir waren gar nicht letztes Mal hier, sondern wir waren im Dingens, wie hieß es hier, im Astronautenzentrum oder Komplex. Hier sehen wir ja unsere Einsätze alle und überall da, wo die MK 1 bis 3 steht, was hier Minmus V6 zum Beispiel ist, 1 bis 3, 1-3. Die sind definitiv auf dem Heimweg. Und die anderen, wo nicht MK1 steht, sondern irgendwas mit True Cabin, diese hier, die sind alle noch unterwegs. Die müssen wir also noch abholen. Jetzt müssen wir nur gucken, ne? Busfried ist da ja noch. Also 1-3, die sind alle auf dem Heimweg. Und hier unten haben wir noch zwei, ne? Genau. Youngards Kapsel und Tibets Raumschrott. Und der Dralo hatte mir noch den Tipp gegeben, bevor ich den Eva mache, dass ich den da raushole, soll ich mal den Raumschrott, den Raumschrott, das Vessel umbenennen, dann in Debris und dann ist es Raumschrott offiziell und dann ist alles gut, ne? So, gut. Stelle ich mir sowieso die Frage, hier sind ja alle, die wieder auf dem Heimweg sind, haben alle schon einen Stern gekriegt. Das kommt mir so vor, als ob die schon irgendwie dadurch den Stern gekriegt haben, dass wir sie aus der Kapsel geholt haben, ne? Aber naja, die anderen sind es halt nicht, außer der hier, der fort, aber der ist wohl nicht so gut. Naja, Dummheit. Steht ja auch ganz hoch im Kurs, ne? Ist ja krass. Okay, dann schauen wir mal, was mit Busfried, mit Jungard und den T-Bird ist. Wo fliegen die Kapseln rum, ne? Hab ich jetzt Tom Ford richtig? Jungard, T-Bird? Nee. Also wie schon in Defort? Nee, Defort's Fahrzeug war es auch nicht. Wer, jetzt haben wir schon wieder den Salat da, ne? Also T-Bird ist definitiv klar. T-Birds Kapsel fliegt hier irgendwo rum. Und Kreis Kerbin. Wenn wir reingehen, ist es ja auch zu sehen, dass der da noch drin sitzt. Was steht da? Aber we do not own. Alles klar, deswegen können wir da auch nicht reinspringen. Klar. Jungard? Jungards Kapsel ist da. Gehört uns auch nicht, also müssen wir da wohl auch noch dran arbeiten. Jetzt frag mich nicht, wie der dritte heißt, ne? Oh, war das hier jetzt? Ja, nützt nix. Einmal noch zurück. Jungard. Nochmal schnell. Nicht da rein. Das war wieder falsch. Nochmal schnell zurück. Und ins Astronautenzentrum. Hier müssen wir gucken. Busfried hieß er. So, Busfried, Jungard und T-Bird. Busfried müssen wir jetzt auch noch finden. Da ist Busfried. Der kreist da drum. Also können wir da auch nicht rein, ne? Ownen wir nicht. Jetzt ist die Frage, ob wir hier Fokus Clearance Wrack. Können wir rein? Dann müssten wir den ja noch umbenennen können, oder? Versetzte Co-Mitglieder. Ne, können wir wohl nicht. No Crew and Part. Ja, kann man dann leider dann nicht anstellen. Da hatte der Ausstiegsluke leer. Kann man leider nirgendwo anklicken und umbenennen. Okay, da hatte der Dralo das schon gewusst. Gut, Space Center.
Muss man vorm Eva machen, alles klar. Gut, das geht aber nur, wenn man in der Nähe ist. Auch gut. So, dann bedeutet das jetzt, dass wir schauen müssen, wo wir hinfliegen und wer der Nächste ist. Also er umkreist ja Kerbin. Und er ist da unterwegs. Genauso wie Wasfred da unterwegs ist. Der ist da und der ist da. Jetzt ist die Frage, welche Kapsel fliegt da hin? Die fliegt dahin. Sind denn da zwei Plätze frei? Gute Frage, ne? Nee, da ist nur ein Platz frei. Also muss es noch eine zweite Kapsel geben, die dahin fliegt. Da. Und da sind zwei Plätze frei. Also passt's. So, jetzt ist die Frage. In 4 Tagen kommt der an. Und ich komme in 18 Tagen an. Sehr interessant. Umkreist Kerbin, ja, okay. Tage. Was waren da gerade am Flackern? Weltraumschrott ein und aus, Debris. Gut. Dann stellt sich jetzt die Frage, dass wir den hier anvisieren oder den anderen. Aber wir sind ja hier mit unterwegs. Und das sieht ja so aus, als ob wir da ziemlich nah unterwegs sind, ne? Minmus. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass ich irgendwo einen vergesse, der dann nachher runterfällt, ne? Dieser hier zum Beispiel, ne? Der ist in 4 Tagen da. Der macht doch einen viel längeren Weg, ne? Das versteht ja keiner, oder? Wenn ich jetzt mal beide sehen würde, das wäre auch cool, ne? Kann man das irgendwie mit Shift beide anklicken? Nein, kann man nicht. Kann ich Deselect machen? Zerstören will ich nicht. Sind wir auf Kerbin-Station, ne? Also er fliegt ja da lang. Und der... Ach so, der ist da hinten. Dann ist der ja eigentlich der, der näher ist. Minmus V6. Ist der, ne? Und Minmus V6 ist der da hinten. Ja. Also ist der unser erster, denke ich mal, den wir jetzt da irgendwie hinkriegen müssen. Aber wir haben ja noch welche, die nach Hause fliegen. Das sind aber nicht die. Die sind sicher. So, die müssten ja auf dem Heimweg sein, ne? Ja. Die brauchen wir noch 18 Tage. Der fliegt ja immer um den Dingens rum, da dürfte auch keiner drin sein, oder?
gucken wir mal gerade rein. Ach, hätte ich auch auf der anderen Karte gucken können, naja. Ist auch leer. Ja, war jetzt nicht die tolle Idee. Ich gucke jetzt gerade mal hier rein, was wir Neues haben. Da sollen wir eine neue Station bauen. Plant Flag on Minmus, Position Set in Geosynchronous Orbit of Kerbin. Ja, super, ne? Also da müssen wir neue und da auch eine neue bauen. Wollen wir jetzt nicht. Was haben wir aktiv noch? Das Rescue Tubit vom Orbit of Kerbin, den müssen wir noch machen. Das haben wir auch noch in der Space by Orbit of Duna. Sind wir unterwegs? Rescue Buzzword vom Orbit of Minmus. Rescue Report vom Orbit of Minmus. Position Satellite in the Space by Orbit of Duna. Rescue Jungard vom Orbit. Ja, Teste, das geht sowieso nicht mehr. Haben wir das geklärt. Neues machen wir jetzt gerade nicht. Bedeutet, wir gehen hier hin und gucken zu, dass wir jetzt irgendwie was übernehmen und dann da vorankommen. Wenn wir jetzt das rauszoomen, ne, dann sehen wir den, den und den. Der ist auf dem Heimweg, die sind noch auf dem Hinweg. Dann müssen wir einfach nur mal ein bisschen schneller laufen lassen gerade. Und was tut sich jetzt? Der rückt vor, der rückt vor. Und der rückt vor. Stellt sich mir gerade die Frage, ob hier irgendwie wer. Ne, hier hatten wir ja nichts, oder? Klär jetzt Brack. Aremis, Winfried. Tibets Raumschrott, da müssen wir glaube ich noch hin. Und die beiden sind auch noch gut. So, das bedeutet eigentlich, dass wir hier wahrscheinlich als erstes was machen müssen, ne? Gut, machen wir nochmal ein bisschen schneller. Das ist tausendfache Zeit, okay. Und zehntausendfache ist dann zu schnell, ne? Dann komme ich da nicht nach, oder? Ah doch, aber das ist mir zu schnell. Für mich alten Mann, ne? Ne, der fliegt auch erst noch weg, oder was? Fliegt gar nicht zurück. Oh Mann, ey. Er ist auf jeden Fall hier unterwegs und rappelt schon ganz gut voran. Er ist jetzt in der Schleife da. Hier kommt mir irgendwas Spanisch vor. Ist der denn nachher so schnell da, dass der, okay, der könnte ja dann irgendwie noch abgebremst werden da in der Kurve oder so, ne? Und der auch. Und er hier, was macht er? Tja. Machen wir nochmal schneller. Da geht was, ne? So, jetzt sollten wir hier vielleicht langsam übernehmen. Ein Tag und zwei Stunden. Ich glaube, wir zoomen mal jetzt hier rein. Gucken uns das da an, ne?
Übernehmen wir mal den Flug. Ist da ein Platz oder zwei drin? Da ist die Frage. Ist nur ein Platz frei. Aber das Dingens war schon angedacht, ne? Das, ja, hier steht's ja. Da haben wir ja schon auch ein Ziel, ein Manöver, was wir dann machen müssen. Ah, ja. Man sieht jetzt die Flugbahn nicht, ne? Ich glaube, wir machen mal einfach Warp hier. Ein tausender Zeitvorlauf ist das nur, okay. Hier kann ich natürlich noch schneller machen, ne? Jetzt kommt das alles komplett hier vorbeigeflogen, ne? Ja, nochmal dahin, ne? Nützt ja nix. Und hoffen, dass wir das alles so hinkriegen, wie wir das wollen. Ich glaube, die sind tatsächlich schon einmal um Kerbin rum gewesen und sind wieder auf dem Flug da nochmal rum, oder? Kann das sein? Da kommt er. So. 1000-fach? Oder ist das 1000-fach? Ah, jetzt sind wir zu nah dran. Jetzt schwenken wir auch gerade um. Okay. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Handschaltung ist an. Sind da Solarpanels ein? Licht dran? Ja, ne? Ja, da. Da ist noch ein Kraftstoff da. Hier tut sich aber nichts. Ach, kann sich auch nichts tun, wenn wir da auf voller Geschwindigkeit sind, ne? So, das bedeutet, wir müssen erstmal da in diese Richtung ein bisschen. Das will ich erstmal machen. Ist aber auch gleichzeitig Flugrichtung. Also könnte man einfach so machen, ne? Nee, so ist es, okay. Minimal gleich anders. So. Wenn er ausgependelt ist, dann schalten wir wieder um und gehen ein bisschen höher. Und tacken nach links. So, da müssen wir gleich das Manöver fliegen. In 2 Stunden. 2 Stunden. Können wir noch schneller werden? Da können wir noch mal schneller werden. 1 Stunde. Jetzt machen wir langsamer. 23 Minuten. 20 Minuten. Sehen. Fünf. Langsamer werden. 200 müssen wir brennen. Drei Minuten noch. Zweieinhalb. Zwei. So. Ausrichtung sieht noch gut aus, glaube. So, 1 Minute und wir sind auf normaler Geschwindigkeit, richtig? Ja, sind wir. Und jetzt brennen wir das Ding mal gerade runter. Und
Werden es mal umschalten sollen, ne? Weiß jetzt nicht, ob das gerade in diesem Moment so tricky ist, das zu tun. Ich mach mal lieber jetzt erstmal aus und mach's da nochmal an und guck mir das dann an. Ja, sieht gut aus. Ja, jetzt haben wir schon mal den Orbit da, ne? Nur passen tut er überhaupt nicht, ne? Wo ist ein Bär hier jetzt? Da ist Basfred. Ja, ich glaube, ja, wie man sieht, ne, müssen wir da sowieso erst noch andere Dinge stellen. Das können wir mal gerade, glaube ich, wegmachen. Brauchen wir nicht mehr. Und da müssen wir jetzt hier irgendwo... schauen, dass wir da ein neues Manöver machen. Ich glaube, das war zu viel. Erstmal so. Ja. Ich möchte das nochmal haben, möchte aber auch erstmal seins als Ziel setzen. So. Dann das Manöver nochmal geschickt geändert. Ja, einmal bitte da nicht so schnell. Da fängt die 3 an. Und da fängt die 3 an, das heißt, irgendwo hier muss es sein. Da wird es mehr. Geht so nicht besser. Nee. Dann lassen wir es so. 0,1 ist ja auch top. So, da haben wir dann nochmal was zu brennen. Wir sind jetzt wo? Da. Up to next Manöver. Haben natürlich nicht ausgerichtet. Ganz schlau. Der dreht ja andersrum. Naja, jetzt ist auch egal. Nee, egal ist es nicht. Wir müssen mal gerade überlegen. Doch, Passfried fliegt so rum und wir fliegen auch so rum. Dann passt das ja zum Glück. Okay. Jetzt müssen wir mal schnell ausrichten hier. Dass wir das mal gerade machen. So, was jetzt? Ich glaube, jetzt ist top. Und ich glaube, es ist ziemlich egal, ob wir jetzt schon machen oder nicht, ne? Drei. 1, 0. Passt. Kommt hin. Wir sind zum Glück hier schon ziemlich nah. Das bedeutet... Wo ist er denn jetzt hier? Und wir sind hier. Wir fliegen so rum. Wir haben jetzt den erst voraus, wir haben aber den langen Weg. Könnte sein, dass das dann passt, oder? Irgendwie bewegt sich gerade nichts. Aber müsste sich da bewegen, ne? So langsam. Okay, dann dauert das so lange. Ich würde mal sagen, wir springen mal bis hierhin.
Ab hier. Geht doch voll in Schub, ne? Und dann müssen wir mal die Geschichte hier ein bisschen reinholen, oder? Jetzt ist die Frage gerade. Ich muss gegengesetzte Richtung, oder? Ist das so? Sehen wir sofort, ob es kleiner oder größer wird. Ah. So ist doch schon top, oder? Was hat denn er? Ach so, das ist da, das ist aber auch egal erstmal. Ja, das bedeutet, wir warpen jetzt erstmal hier, glaube ich, hin. Und wir sind jetzt da und er kommt gerade hinterher. Dann würde ich sagen, machen wir das hier mal so. Ja, machen wir bis hierhin. Das Manöver sieht ja schon top aus hier, oder? Ich würde aber trotzdem jetzt hier, naja, wenn wir das jetzt reinholen, dann ändert sich ja das, oder? Wie war das? Ja. Aber dann ist die nächste Annäherung. Ja, gute Frage, ne? Eigentlich wäre es ja super, wenn das... Wir drehen einfach mal eine Runde weiter. Gucken, wie wir da hinkommen. So, stopp. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da sind wir schon ziemlich auf seiner Höhe. So, wir sind voraus. Das heißt, wir müssen noch den längeren Weg machen. Das würde bedeuten... Oder nee, der kommt ja noch ein ganzes Stück her, ne? Machen wir... ab hier. Ja, wisst ihr was? Ich sehe gerade, dass wir ja schon bei einer halben Stunde gelandet sind. Das heißt, diese Aktion, die wir hier weitermachen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und in den Kommentaren ist ganz viel Platz, da könnt ihr gerne reinschreiben, so wie der Drallo das zum Beispiel gemacht hat. Damit ich weiß, was ich besser machen kann oder auch was schlecht war, was gut war, könnt ihr alles reinschreiben. Würde mich drüber freuen. Alles klar, bis dann. Tschüss.